Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Dragon's Dogma 2. Ihr habt mir wieder richtig viele Tipps gegeben, warum meine Gesundheit so niedrig war und warum ich deswegen auch keine Tränke trinken konnte. Und ich werde jetzt gucken, dass ich auf jeden Fall ein Gasthaus finde, in dem ich penne. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen, was sonst noch so passiert. Also viel Spaß beim Schauen und let's go. So, dann gucken wir doch mal. Also hier in dem Gasthaus war ich. Und hier ist aber noch ein Gasthaus direkt daneben anscheinend, wo auch ein Bett ist. Wahrscheinlich muss ich dann in dieses gehen. Was ist denn das hier? Ach, das ist die Gilde. Okay, also müssen wir wieder zurück zum Handelsviertel. Na Quatsch, ich war schon richtig, wenn wir hier lang gehen und dann darauf. Und dann müsste das da oben links sein eigentlich. Düsen wir mal kurz hin. Hier vielleicht? Ach, ich weiß nicht, das ist mal so doof gekennzeichnet. Hier sind wir ja bei der Gilde. Ah, jetzt ist einer da. Gucken wir mal, was wir mit ihm sprechen können. Bla bla bla, ja. Ihr werdet bald die Müdigkeit der Langreise vergessen. Ach, scheiße, wir können gar nicht rasten. Guckt mal. Was ist denn eigentlich Lagerverwalten? Ach ja, stimmt. Stimmt. Ja, das ist natürlich wieder belastend. Okay, dann haben wir halt jetzt ein Problem, weil ich nicht rasten kann, weil ich keine Kohle habe. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt theoretisch warten, bis es Nacht ist, damit ich mit dem Hauptmann noch sprechen kann. Weil der wollte sich ja mit uns in dieser Taverne treffen. Schauen wir doch mal da nochmal rein. So, der Standort müsste hier sein. Und wo ist dann aber Brand? Brand? Wahrscheinlich noch gar nirgends, ne? Weil es noch nicht Nacht ist. Was machen wir denn dann in der Zeit? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich kann aber hier schlafen, guckt mal. Das hat mir jetzt aber auch nichts gebracht, gell? Aber jetzt wird es dunkel oder ist schon dunkel. Also dann müsste er ja jetzt eigentlich da sein. Ah ja, da ist er ja auch, cool. Eure Majestät, ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich dachte gerade daran, euch zu rufen. Diese Sache ist allerdings nichts für neugierige Ohren. Bitte, lasst uns hier draußen sprechen. Okay, er will also draußen mit uns sprechen. Dann gehen wir ihn doch einfach mal hinterher. Na, hast du jetzt deine Position gefunden, alter Mann? Wie ich euch in unserem letzten Gespräch bereits gesagt hatte, im Palast wimmelt es von unterwürfigen Kriechern der Königin-Regentin. Sollte eure Majestät von dieser als falsche Erweckte denunziert werden, würde das kaum jemand anzweifeln. Für den Beweis eurer Identität gibt es meiner Ansicht nach aber keine geeignete Gelegenheit als die Krönungsfeier. Sie wurde verschoben, damit sich der Souverän, also der falsche Erweckte, im Palast erholen konnte. Aber jetzt steht der Termin fest. Die wichtigsten Akteure des Hofes sollten alle anwesend sein. Daher wäre dies eine optimale Gelegenheit, um die Macht eurer Majestät zu demonstrieren. Dann könnte niemand anzweifeln, dass ihr die echte Erweckte seid. Es gibt allerdings ein Problem. Der Eintritt zu solch einer Veranstaltung ist nur wenigen Auserwählten gestattet. Nur ausgewählten Mitgliedern des Adels und Bürgern, die einen großen Beitrag zu Vermunds anhaltenden Reichtum geleistet haben, erhalten Zutritt. Wenn eure Majestät dazugehören soll, werdet ihr eine Reihe von Aufgaben erledigen müssen. Bitte erlaubt mir, sie für euch zusammenzufassen. Wir nehmen jetzt einfach alles an. Sehr schön, dann haben wir ja quasi mit ihm jetzt fertig geredet und wir haben jetzt alle drei seiner Aufträge angenommen. Genau, der eingesperrte Magistrat, Diesers Plan und Monsterjagd. Kümmere dich um die Bedrohung durch die Monster. Dann schleiche dich zwischen Mitternacht und dem Morgengrauen durch das Hirtentor in den Palast und durchsuche das Amtszimmer. Wie wär's denn, wenn wir hier den eingesperrten Magistrat zuerst nehmen. Da müssen wir quasi jetzt hier so lang und dann dort hinten rein. So, dann glaube ich, müssen wir jetzt einfach mal hier so lang pacen.
Ach so, ja, ich kann ja nicht pennen. Das Adelsviertel. Okay. Haben wir es also erreicht. Und der Kerker war hier hinten irgendwo. Das heißt, wir gehen jetzt da lang, oder? Bin ich jetzt deppert schon wieder? Ja, gehen wir einfach mal da hoch. Wird wohl nicht schaden. Okay, jetzt sind wir... Eingeschränkter Zutritt. Ah ja, stimmt. Now how long you'll be? You are the Arisen. Yes? The captain, follow me. Jetzt müssen wir ihr folgen. Okay. Jetzt weiß ich zwar auch wieder nicht, zu welcher Quest sie mich führt, aber... Mei. Werden wir gleich sehen. Wo bringst du uns denn hin, gute Frau? Vielleicht bringt sie uns ja auch jetzt auch zum Kerker. Mein Gott, die rennt aber auch einen Weg, ey. Es ist am besten, ihr geht weiter. Sollte eine andere Wache euch erspähen, werde ich gezwungen sein, meine Rolle zu spielen. Bitte seid vorsichtig, Eure Majestät. Okay, dann lasst uns mal hier reingehen, weil ich glaube, das ist genau hier, wo ich hin muss. Oh, cool. Rüssi. Ja, okay. Oh, Geld ist gut, Geld ist gut. Fruchtroborans. Wo sind eigentlich meine Vasallen? Wo sind meine Vasallen? Vielleicht darf ich dich hier gar nicht mitnehmen. Untersuchen. Vermerk eines Soldaten im Dienst. Ich komme nicht umhin, es seltsam zu finden. Früher lungerten Vasallen scharenweise um den Riftstein herum, aber ich habe schon einige Zeit keinen einzigen mehr gesehen. Es ist schwer vorstellbar, wohin sie verschwunden sein könnten. Ich frage mich, ob darüber Bericht erstattet werden sollte. Okay, da ist also ein Wachmann. Das weiß ich auch nicht. Ich verstecke mich jetzt mal hier. Also ich bin auf jeden Fall, glaube ich, schon jetzt richtig in diesem Amtszimmer. Oh Gott, da kommt wer. Oder? Von hier bin ich reingekommen. Ich muss da hoch, aber wie soll ich denn an dem vorbei? Wenn jemand Streit sucht, sage ich nicht nein. Sollen wir einfach mal mit ihm reden? Ich habe nichts für euch. Schade. Da geht's dann wieder runter. Und da hinten geht's dahinter. Gehen wir doch... Das Wachhaus. Ihr habt hier keinen Zutritt. Ist gut, ich gehe schon wieder. Kommt mir irgendwer nach? Nö. So, und hier kommt man auch wieder raus. Also ich habe doch das Amtszimmer jetzt aber durchsucht. Leave this place at once. I have no right. Ja, sehr gut.
Irgendwie habe ich mich verlaufen. Da geht's ja nur, ich muss die Treppen wieder hoch. Und dann... Mensch, Junge, geh doch da lang. Dann kann ich hier wieder runter. Wo bin ich jetzt hier? Wo geht's denn jetzt hier schon wieder lang? Also... Oh, der Saal. Guck mal. Der sieht schon cool aus. Und der Boden. Wir verstecken uns hier. Blumenstrauß. So, also irgendwas muss ja hier sein. Was ist hier? Oh, vornehme Tunika. Coole Sache. Oh, da ist auch wieder einer. Vorsicht. Ich habe so Angst, dass sie uns irgendwie erwischen. Irgendwo muss es doch wohl runtergehen. Oder? Was ist hier? Also ich check's nicht. Ich doch hier rein. Gefängnisturm. Es ist also quasi einfach nur die jeweiligen Dinge. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Gehen wieder hier runter und düsen zu dem Gefängnisturm. Der ja irgendwo da unten sein müsste. Oder? Hier? Da oben, also doch da oben. Oh. Dann einmal wieder zurück. Würde ich sagen, gehen wir durch diesen Brunnenschacht rein, oder? Oha. Ah, cool, was ist das? Jaspis. Und nochmal eine Rüstung. Echt geil. Muss ich die vielleicht anziehen, damit uns keiner entdeckt? Ich weiß es ja auch nicht. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Nein, nein, bitte geh doch. Oh, ihr seid also gekommen, Hauptmann Brand bat mich, euch den Durchgang zu gestatten, sagte Otto. Na, okay. Dann hat sich ja die Sache auch geklärt. Wie weit geht's hier denn noch runter? Da ist auch noch was. Was ist das?
Brocken Obst. Hier geht's auch noch mal rein. Aua, was macht er? Wieso tötet er mich? Warum? Okay, sie nehmen uns gefangen. Ist ja interessant. Der oben lässt uns rein, der unten schlägt uns tot. Bin ich jetzt auch gefangen? Jetzt sind wir eingesperrt. Geil, kann ich mich hier nicht wenigstens ausruhen? Mist. Was geht da? Nix. So, jetzt benutze ich den Kerkerschlüssel, um mich selber zu befreien. So, und wo ist denn jetzt der andere? Ja, geh halt auf. Wartet mal, hier geht's ja noch weiter runter. Ach halt, ich brauche mal bitte meine Lampe. Wo ist meine Lampi? Hey, haben die mir alle Gegenstände weggeklaut? Na geht's, ey. Kriege ich die wieder, meine Gegenstände? Ja, jetzt hat. Weil ich geflohen bin. Jetzt bin ich aber anscheinend überladen. Total überladen. Jetzt pass auf. Welches waren denn meine Hosen? Die hier. Die tun wir mal ausrüsten. Dann den Umhang will ich auch anziehen. Das kann man mal Loki geben. Das können wir mal Loki geben. Das auch. Das habe ich an. Arbeiterhosen. Kann man Loki geben. Vorne mit Tunika. Ist sogar besser mit die Fußsoldatenrüstung. Ziehen wir die auch an? Das kann Loki wieder haben. Ein Helm. Tun wir auch mal anziehen. Geben Loki. Ausrüsten. Okay. Dann haben wir das. Dann Aufträge. Der Magistrat wird im Kerker gefangen gehalten, festgehalten. Benutze den Schlüssel, den du von Hauptmann Brent erhalten hast, um ihn einen Besuch abzustatten. Dazu müsste ich nur wissen, wo er ist. Ja, ihr könnt draußen warten, ist kein Problem. Ach, ich habe ja meine Lampe auch wieder, gell? Ach, viel besser. Okay, also von hier bin ich ja gekommen. Wo ist denn der Typ? Das da ist er, oder? Schnell öffne. Mit dir. Warte, wir machen hier zu. Jetzt hat. Hallo. Seid ihr gekommen, mich aus diesem Kerker zu befreien? Wer seid ihr? Der Erweckte. Oho, wenn das so ist, bieten sich uns nun drei Möglichkeiten an. Entweder wurden die Gesetze unserer Welt auf den Kopf gestellt und erlauben mehr als einen Erweckten, oder der Erweckte von dieser ist ein Hochstapler, oder ihr lügt mich an. Könnt ihr beweisen, dass ihr wirklich die Erweckte seid? Jetzt kommt ein Video. Ah, man sagt, die Erweckte trage eine Wunde von der Klaue des Drachen auf der Brust.
Ach, deswegen hat man es nicht gesehen. Dieser Narbe nach zu urteilen, sagt ihr wohl die Wahrheit. Dies erinnert mich an ein Vorkommen vor 148 Jahren. Während der Herrschaft von Regent Alphons tauchte ein Mann namens Creusot auf und behauptete, der Erweckte zu sein. Er trat vor das Volk und beharrte darauf, dass er der Erweckte und damit derjenige sei, der den Menschen als Herrscher bestimmt war, nicht Regent. Ja. Wir sagen, dass er fliehen soll. Finde einen Ort mit vielen Büchern, sollen wir jetzt tun. Aber ich glaube, dass ich den Part an der Stelle dann auch wieder beenden werde. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, baba!